Nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh oh. Avalanche Software. Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Damakash und ich starte heute in ein neues Projekt. Und zwar wird es fortan als Hauptprojekt bei mir auf dem Kanal Disney Infinity Play Without Limits geben. An dieser Stelle und ganz als erstes ein dickes Dankeschön an die Jungs und Mädels von GamesPlanet.com, die mir das ein oder andere Playset zur Verfügung gestellt haben. Und ich werde jetzt hier einfach mal zum Fortfahren klicken. Jeder verfügt über Fantasie und Gestaltungsfähigkeiten. Wenn wir unsere Fantasie mit anderen teilen, offenbaren sich Geschichten. Warum würde ein Sith-Suchdroide den Senat durchsuchen? Und wer gab ihm die Befehle? Sobald wir wissen, welche Informationen er gestohlen hat, kennen wir auch seine Gründe. Ich nehme die Sith-Sonde. Ihr nehmt die Droidik. Nein, Anakin, warte! So. Damit bin ich auch schon im Geschehen. Das Ganze ist jetzt noch das Tutorial. Das habe ich auch schon gespielt tatsächlich. Aber ich habe gedacht, zum Einstand in das Let's Play kann ich das ruhig nochmal machen. Ich habe schon einige Charaktere. Einige habe ich zum Beispiel zu Ostern von der lieben Lisa geschenkt gekriegt. Hi Lisa, falls du zuschaust, nochmal vielen Dank dafür. So wird hier also gespielt, hä? Kampfdroiden. Achso, ja, die sollte ich vielleicht erst kaputt machen. Und ich habe jetzt, ich werde alle Playsets spielen. Ich werde das Let's Play insgesamt in unterschiedliche, Playlisten packen. Das heißt, ich möchte gerne Toybox-Abenteuer spielen, die von der Community erstellt worden sind. Hast du also selber etwas in deiner Toybox erstellt und hochgeladen, dann kannst du mir das gerne zukommen lassen. Das geht am einfachsten natürlich, wenn du mich einfach bei Steam addest und wenn du mich bei Steam addest, dann kann ich das sehen, was du erstellt hast, solltest du das Spiel bei Steam runtergeladen haben. Guck mal, hier geht's gar nicht lang. Okay, dann husche ich mal darüber. Oder du kannst mir einfach deinen Nick schicken, dann finde ich das auch in der Community. Das Ganze am besten über die Kommentare. Ist am einfachsten. Dann kann ich deine Toyboxen spielen. Dann wird es außerdem noch eine Playlist geben, wo ich die Herausforderung spiele. Es gibt bei dem Spiel immer so tägliche Herausforderungen. Und die werde ich natürlich auch machen. Wahrscheinlich oft mehr schlecht als recht. Aber ich werde es immerhin versuchen. Ich spiele das Ganze übrigens nicht auf Konsole. Wie du dir vielleicht denken kannst, wenn ich sage, über Steam kannst du mir das zuschicken, spiele ich die PC-Version. Jetzt habe ich schon gelesen. Warte mal, hier die Tür aufbrechen. Jetzt habe ich schon gelesen, dass die PC-Version vorläufig nicht mehr mit neuem Content bestückt wird von Disney, weil die sich mehr auf die Konsolen konzentrieren. Aber es gibt ja... Ich weiß, wie ich den Droiden kriege. Ja, okay, du weißt es. Die Macht wird mich lenken. Die Macht wird dich lenken. Come on. Und es gibt ja aber einige Playsets und einige Figuren. Und ich denke, ich werde hier nichtsdestotrotz Spaß haben an diesem Projekt. Auch wenn es das Marvel-Playset gibt es jetzt hier für PC gar nicht. Das ist noch relativ neu. Das gibt es, glaube ich, nur für Konsole. Allerdings ist das auch ein Kampf-Playset. Mit so Arenen, wo man dann im Multiplayer kämpfen kann. Das wäre am PC so auch gar nicht gegangen, weil du hier diesen lokalen Multiplayer nicht so hast, weil du brauchst am PC diese Infinity Base nicht, die du normalerweise brauchst, wo du deine Figuren raufstellst. Das heißt, du kannst die Figuren auch komplett digital nehmen
Du brauchst dir die nicht als richtige Figuren kaufen, sondern du kannst dir auch nur Webcodes holen. Die sind natürlich dann günstiger als die richtigen Figuren. Ja, und ich habe gedacht, ich fange heute mit dem Playset an, nachdem ich durch das Tutorial durch bin. Geht's nur nach oben hier. Ja, es geht hier nur nach oben. Bam! Stoppen, bevor sie unsere Position weitergeben. Hab euch beim ersten Mal gehört. Rettet mich! Hey, sie hat mich abgelenkt. Okay, ich fange mit dem Playset Alles steht Kopf an. Nach dem Tutorial werde ich da rein starten. Werde aber alle Playsets spielen. Wenn du Wünsche hast, welches Playset als nächstes kommen soll, oder auch wenn du Wünsche hast, mit welcher Figur ich spielen soll, dann auch damit bitte, upsala, ab in die Kommentare. Dann kann ich das immer dann mit ein bisschen berücksichtigen. Also, wenn du da Wünsche hast, jederzeit unten in die Kommentare, damit wir hier zusammen diese Abenteuer bestreiten können, sozusagen. Du kannst mir auch gerne schreiben, welche Playsets dir wie am besten gefallen haben, welche Figuren du vielleicht besonders toll findest. Etwas Hilfe. Luke! Netter Versuch, Junge! Oh je! Ich bin gar nicht hinter. Erinnere mich, dass ich mich nie wieder an sowas reinziehen lasse. Ich werde das hier zu überleben. Bring ihn zum Schweigen oder schalt ihn ab! Gib Gas! Egal, ob wir durchs Weltall düsen oder ins Zentrum der Gedanken vordringen, Geschichten können so vielseitig sein wie die, die sie erzählen. Freude und Wut haben eine Kernerinnerung zurückgeschickt. Also, was jetzt? Nichts! Eine fehlt noch! Sie muss wieder hier sein, bevor Riley aufwacht. Wo könnten sie wohl sein? Sieh nur, Wut, das ist eine Kernerinnerung. Bringen wir sie ins Hauptquartier, sonst wird sie auf der Erinnerungsdeponie vergessen. Na gut, aber wie kommen wir jetzt darüber? Sollen wir die Luft anhalten, bis unsere Köpfe Flügel wachsen? Positiv denken. Ich weiß, dass ich es rüber schaffe. Genau, ich werde es rüber schaffen. Ich bewege mich jetzt erstmal. Ich wollte da vorne. Ich kann die Kamera gar nicht drehen. Ich wollte da vorne eigentlich noch gucken. Da hängt so ein cooler Schmetterling. Ach, guck mal, das ist ja süß. Okay, dann schnappe ich mir jetzt Wut und dann geht's da vorne rauf zur Kernerinnerung. Ich habe hier in dem Spiel auch schon ein bisschen. Ich habe mich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt, bevor ich hier das Let's Play gestartet habe. Zum einen habe ich auf meinem Kanal schon so ein Let's Show von dem Gratis-Teil von dem Gratis-Teil des Spiels. Das heißt, ich wusste, worauf ich mich einlasse, als ich mich entschieden habe, dieses Spiel zu spielen. Das Springen mit Tastatur ist echt, das ist so, nicht so leicht. Also ich kann es dir sagen, da sollte ich mir vielleicht dann bei Gelegenheit mal, da geht's schon los, ein Control-Pad anschaffen. Das macht das Ganze dann doch ein bisschen leichter. Na komm schon. Ich müsste eigentlich, kann ich mich nicht mal so rumdrehen? Noch ein Stück weiter vor, wa? Okay, diesmal aber. Nein. Ah doch, Gott sei Dank. Zack. Ich muss mich hier konzentrieren, dann kann ich immer nicht reden, ne? Upsala. So, jetzt aber. Sind wir ein gutes Team oder was? Umarm mich und du wirst es bereuen. Gleich hier lang. Wut. Ich danke dir. Okay, okay. Alle an Bord. Das ist voll ätzend. Geschichten sind am interessantesten, wenn man andere daran teilhaben lässt. Alles klar.
Mickey. Ich kann die anderen Rennfahrer nicht mal sehen. Das liegt daran, dass sie vor uns sind. Hey, mir ist eine Abkürzung eingefallen. Auf den Weg! Wie kannst du es wagen? Drück auf die Tube, Mickey. Okay, dann drücke ich mal W, um zu beschleunigen. Also ich habe schon ein bisschen an dem Spiel gespielt. Ich habe mir schon ein paar Toyboxen angeguckt und ein bisschen hier und da was gemacht und so. Also nur, dass sich keiner wundert, es sind nicht mehr alle Charaktere auf Level 0, sondern ich glaube, das Höchste, was ich habe, ist irgendwie 5. Ich weiß es aber nicht genau, so um den Dreh dürfte fast hinkommen. Also viel habe ich noch nicht gemacht, die Playsets kenne ich alle gar nicht. Geschichten sind die, die du bald erzählen kannst. Und die Grenzen unserer Kreativität, die dir zur Verfügung steht, sind deinen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Disney Infinity. Geschichte zu dieser hinzuzufügen und andere an deiner Fantasie teilhaben zu lassen. Willkommen bei Disney Infinity 3.0. So. Und dann wirst du dann sehen. Ich habe schon, wie gesagt, ein paar Charaktere habe ich schon gespielt. Und ich kann dir das ja eigentlich mal zeigen. Ne? Ist das hier bei meiner Sammlung? Nee, hier ist das nicht. Doch hier. Da kannst du das sehen. Also viel habe ich nicht. Ich habe die beiden durch das Star Wars, was ich schon habe. Und von Marvel habe ich nichts tatsächlich. Und von Disney habe ich auch ein paar. Und die sind dann, ja, nicht so hoch. Level 3, weißt du, Level 2. Und die beiden anderen sind 4 und 5. Also viel habe ich noch nicht gemacht, aber ein bisschen. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, damit man sich in das Spielprinzip etwas reinfindet. So, ich möchte jetzt aber spielen und ich möchte hier in das Playset von Alles steht Kopf ein neues Spiel. Ja, und jetzt kann ich mir natürlich meinen Charakter aussuchen und ich möchte... Ach, guck mal, die Alles steht Kopf Charaktere sind natürlich gesperrt. Ah, ich kann aber auch nur die nehmen hier, ja? Ich kann die anderen gar nicht spielen. Nee, da gehen nur die beiden. Wenn du gerne einen der anderen Charaktere sehen möchtest, kannst du mir das auch einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Dann würde ich mir die entsprechenden Charaktere kaufen und dann können wir uns die zusammen anschauen. Ich fange jetzt hier mal mit Freude an. Freude kann nichts. Die runden Münzen lasse ich so. Da habe ich auch ein paar... Warte, Runde, wo sind hier? Sind hier keine, muss ich die nehmen? Ja, dann lasse ich das mal so. Und sechseckige habe ich, glaube ich, nur die von Frozen. Und selbst die sehe ich hier jetzt nicht. Die kann ich bestimmt in den Playsets nicht nehmen, da ist eh egal, ne? Die sind eh nur für die Toybox. Okay, alles klar, dann rein. Auf dem 24-Stunden-Sender nichts als süße Kätzchen, die Katzenminze-Eskapade. Süß, mit einer Spur von kuschelig. Oh, wir brauchen ein Kätzchen. Guck dir mal das süße, wollige Knäuel da an. Lass uns morgen Mom und Dad fragen. Oh, jetzt schalt schon um. Seit 2 Stunden nur diese Katzen. Echt jetzt? Die Szene mit den Haarbällen? Ugh, jetzt kommt schon, Leute. Riley liebt Kätzchen. Sie wartet schon die ganze Woche auf diesen Marathon. Nicht hinsehen, aber sie guckt nicht zu. Sie schläft. Nein! Was war das? Was? Wer hat hier... Sieh mich nicht so an. Riley hat die Fernbedienung fallen lassen. Ich kann das Entsetzen immer noch hören. Warte, erst aus. Ah, gut. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Aber Riley hat die unheimlichen Dinger gesehen und ihr gemeines Knurren gehört. Was wenn... Das war nur eine winzige Mikrosekunde zwischen Wachen und Schlafen. Kein Grund zur Sorge. Und außerdem, wenn was schiefgelaufen wäre, wäre das totale Chaos ausgebrochen mit blinkenden Lichtern und heulenden Sirenen und... Ich habe das Licht noch nie blinken sehen. Was hat das zu bedeuten, Leute? Ich lese mal in den Handbüchern nach. Ein neues Licht ist oft ein Zeichen für Unglück. Was? So schlimm kann es doch nicht sein. Wir haben schon Schlimmeres bewältigt. Ich habe was gefunden. Blinkende rote Diode weist auf einen unterbewussten Verstoß im Fantasieland hin. Das klingt schlimm. Das klingt schlimm? Das sieht schlimm aus! Freude, du musst das hinkriegen, bevor Riley aufwacht, sonst wird sie tagelang, ach was, wochenlang oder gar ihr Leben lang von Albträumen geplagt. Jetzt reiß dich mal zusammen! Angst hat recht, wir wissen nicht, welchen Schaden das anrichten wird. Jetzt beruhigt euch alle. Das bedeutet nur, wir müssen da runter, um die Lage zu beruhigen. Wer macht mit? Bist du verrückt?
Wie kommst du jetzt da raus? Riley schläft, also ist der Gedankenzug nicht betriebsbereit. Sieht aus, als hätten wir einen Freiwilligen. Um deine Frage zu beantworten, wir nehmen die Rückrufrohrpost. Oh, nein, 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 du kriegst mich da niemals rein. Siehst du? War gar nicht so schlimm. Das kriegen wir in 0, nichts wieder hin. Repariert? Sieh dich doch um. Wenn das kein Beweis dafür ist, dass endlose Kätzchenparaden schlecht für Reines geistige Gesundheit sind, dann weiß ich auch nicht. Schön, das gefällt mir. Okay, diese Eventmünze funktioniert in diesem Playset nicht. Ja, das macht auch nichts. Ich guck mich jetzt hier erstmal um. Ha, sieht es hier etwas chaotisch aus, aber wir kriegen das hin. Für unsere Riley tun wir alles. Lass Balance platzen, um deine Punkte nach jeder Mission zu verbessern. Also, Luftballon. Oh. Was ist das hier? Da sollte ich wahrscheinlich mich nicht von treffen lassen, oder? Vermute ich mal. Ballons? Die sind sicher lustig, aber das Fantasieland ist erst wieder hergestellt, wenn sie alle weggeräumt sind. Ja, alle Ballons wegräumen. Oh, 400 sind das insgesamt. Was kann ich hier mitmachen? Nichts. Kann ich damit irgendwas machen? Ach, das kann ich kaputt machen. Guck, und Funken einsammeln. Huch. Ich muss erst mal gucken, was die für Attacken hat. Das ist Nahkampf und das ist Fernkampf. Okay. Soll ja immer ein bisschen schauen. Und Funken brauche ich natürlich auch zum Spielen in meiner Toybox, damit ich auch mein Haus und mein Innen... Ja, wie heißt das? Ja, mein Innenausstatter vernünftig machen kann. Das kann ich nicht kaputt machen. Nee, die Blümchen. Okay, dann gehe ich hier mal weiter. Aber wo ist ein... Oh, oh. Hallo? Hier geht alles kaputt. Was ist hier los? Da oben ist auch noch ein Ballon, guck mal. Goldene Ballons geben die meisten Punkte. Ach, da sind auch noch ganz viele. Das ist auch cool, ne? Guck mal, da fliegen so Wachsmalkreiden und so. Und Puzzleteile und... So sieht es bestimmt wirklich in einem Kinderhirn aus. Gepaart mit Eiscreme und Zuckerwatte. Komm her. Okay, jetzt muss ich nur mal schauen, wo muss ich denn hier hin? Ich kann hier wahrscheinlich kreuz und quer umeinander laufen, oder? Das dürfte egal sein. Aber ich gehe erstmal da runter. Da ist noch so viel Zeug. Und dann kann ich ja wieder zurückkommen. Da komme ich ja so gar nicht hin. Da muss ich dann gleich mal gucken. Oh. Aber Ekel kann besser... Wut kann besser springen. Ekel habe ich ja leider nicht. Schade, die könnte besser springen, ne? Stand da, glaube ich. Die habe ich leider noch nicht. Aber ich kann, glaube ich, von hier oben daran. Das dürfte funktionieren. Oh, ja, wenn ich in die richtige Richtung springe, dann funktioniert das bestimmt auch. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Das kann man auch schwer abschätzen. Ich bin da so unfähig. Zack. So, komm her. Also jeder, der mein Toy Story Let's Play gesehen hat, der weiß, wie unfähig ich bin. Man darf hier nicht viel erwarten von mir. Ach, da geht's auch lang. Hier sind so viele Wege. Das verwirrt mich. Gut. Jetzt sammle ich dann... Wo soll ich denn als nächstes lang? Ach Gott. Naja, ich gehe jetzt hier lang. Ach, ist das ein Pappkarton? Ja, guck mal, das ist aus Pappe gebastelt. Die Rückseite von irgendwas. Das ist ja cool. Ach doch, guck mal, die kann ich kaputt machen mit Fernkampf. Ah, das ist ja cool. Und kann ich hier auch... Aber die oberen nicht nehmen. Mhm, okay. Gehe ich jetzt hier hin? Weil da waren auf der anderen Seite waren auch noch Ballons. Das habe ich gesehen wohl. Und bis zu 400 ist noch weit. Das ist auch, glaube ich, das letzte Playset, was erschienen ist. Ich glaube, das kam erst nach dem... Erwachen der Macht. Das ist ja auch noch ein Playset, was es gibt. Von Star Wars gibt es 3, glaube ich. Und von Marvel gibt es halt 1. Ach, guck mal, da muss ich von dem Buch runterspringen gleich. Da muss ich dann nochmal runter, weil da sind ganz viele Ballons. Von hier, wenn ich da einfach runterfallen lasse mich. Jawohl. Okay, und da sind auch noch welche. Na, die finde ich ja im Leben nicht, ne? Also, ich habe auch gestern
haben wir, also ich habe ja schon auch die eine oder andere Herausforderung mal gemacht. Irgendwie bei der einen bin ich total abgelost. Die habe ich gar nicht geschafft. Und dann hat gestern meine Tochter eine gespielt und die sind ganz schön schwer, oder? Also ich weiß nicht, ich finde die nicht so einfach. Oder wir sind einfach unfähig. Wir haben uns auf alle Fälle überlegt, wie das dann jüngere Menschen schaffen sollen. Oder ob wir vielleicht einfach zu blöd sind. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht so genau. Aber wir fanden das nicht so leicht mit den Gegnern besiegen und weiß ich was nicht alles. So, ja, bravo. Da sollte ich mich wahrscheinlich nicht von ummurmeln lassen, vermute ich mal. Oh, oh. Uah. So, und dann kann ich da vorne noch ausweichen nach rechts, glaube ich, ne? So, weil hier ist noch ein Ballon. Da warte ich jetzt, bis die Murmel wieder weg ist. Und dann husche ich darüber. Uhu. Ups. Geschafft. Im ersten Anlauf. Das muss mir erstmal jemand nachmachen. Ich will die Funken noch. Die anderen auch. Uah, die beiden auch noch. Danke. Wo ist denn... Ich sehe nichts außer einem Pfeiler. Hallo? So. Okay. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh oh. Na hoch. Jetzt hatte ich aber Panik. Na gut, aber hier kann ich ja wieder hoch. Das ist ja nicht so schlimm. Ach. Das wird ein Spaziergang, ein netter Spaziergang mit Enten, lachenden Kindern und vielleicht einer sanften Brise. Oh. Davon braucht man 7 Stück oder davon kann man 7 Stück einsammeln. Okay, das ist natürlich... Habe ich noch gar keine gesehen. Das war jetzt wahrscheinlich dann echt die erste. Oder ich bin blind durch die Gegend gelaufen. Das kann natürlich sein. So. Da ist noch so eine Blume. Die muss auf sein zum Draufschießen. Na los, geh auf. Geh auf, du blöde Blume. Hallo? Okay, jetzt aber. Alles klar. Ach, da geht's da vorne weiter. Ich sehe schon, ja. Das habe ich erst nicht gesehen. Zack, zack. Oh, was? Guck mal, da ist irgendein Zettel. Was macht der denn? Was ist denn hier durchgewirbelt? Eine Seite aus dem Handbuch hat hier im Fantasieland nichts verloren. Eine Seite aus dem Handbuch. Du hast eine Bonusbox gefunden. Brich sie auf und sammel alle Ballons, um einen Funkenbonus zu erhalten. Du hast eine Bonusbox gefunden? Okay. Und da unten läuft irgendeine komische Zeit. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach, schade. Na gut, das war wohl ein Satz mit X, aber versuchen kommt man es ja mal. Also, das war die grüne, das war die Bonusbox, ne? Gut. Und die Zeit, die unten läuft, bedeutet wahrscheinlich, was man für einen Bonus kriegt, je nachdem, wie schnell man mit dem... Oh, was war das denn? Je nachdem, wie schnell man mit dem Level fertig ist, vermute ich mal. Das wird bei mir also nie der Fall sein. Es sei denn, ich lasse alle Ballons und so stehen. Das, dann vielleicht. Aber ansonsten, wenn ich mir hier alles angucke und einsammle, wird das etwas schwierig. Guck mal, kann ich hier hoch? Nee. Ach, da kann ich auf dem Regenbogen laufen bestimmt, oder? Aber der hatte sich, ich wollte gerade sagen, der hatte sich doch gerade eben aufgelöst. Oh. Was soll ich? Ich will gar nichts werfen. Das macht Musik. Das ist so geil. Das finde ich gut. Wie schön ist das denn, ey? So. Ach, ah. Dadurch wird die Dings ausgelöst. Die nächste Brücke. Aber ich sammle erst hier noch die Funken ein. So, jetzt bitte eine Brücke. Aber wie soll ich dann die Luftballons da unten kriegen? Ein Spaziergang, ein netter Spaziergang mit Enten, lachenden Kindern. Aber da waren Luftballons. Wie soll ich die denn kriegen? Ach, komm schon. Geht die nicht kaputt? Doch. Ich wollte gerade sagen, das geht doch bestimmt kaputt. Guck mal, da sind auch... Ach, die kann ich abschießen, die Luftballons. Ich verstehe. Ah,
dann geht das auf der anderen Seite garantiert auch. Ah, ich sehe die gar nicht von hier. Ich muss auch nicht sehen, das macht nichts. Ich kann da ohne zu sehen gar nicht das machen. Huch. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. So, ich will da auf der anderen Seite noch. Oh, da ist noch so eine Seite, guck mal. So, jetzt muss ich da... Ach, wenn ich so Leertaste gedrückt halte, dann schwebt sie so. Das ist ja süß. Ah, das ist so Springen für etwas unfähige Dammerkasche. Drücke Spacebar, um zu springen und links für einen Luftangriff. Ach so, da mache ich hier da so ein Rambazamba sozusagen. Gut, jetzt habe ich hier erstmal noch einen. Ich guck mal hier oben erst noch. Na hier, den wollte ich, genau. Und jetzt die Luftballons da vorne. Ich kriege sie alle kaputt. Sehr schön. Gut, jetzt hier hoch, oder? Ich schweb mal. Ach so, jetzt muss ich hier wieder... Ach so, nee, hier so und dann... Okay, das geht nur mit dem Bodenangriff. Ah, da ist wieder so ein Luftballon-Ding. Ach du guter Gott, ja. Nein, hier, du sollst die hier abschießen. Das ist jetzt meine neue Taktik. Mal gucken, ob das hilft. Nein, hier, andersrum. Mach da lang. Hurra! Unglaublich. Unglaublich. Ich kann Fertigkeiten verbessern. Mein Fertigkeitenbaum. Was sagt er denn? Freude ist maximale Gesundheit oder? Freude überflutet das Gebiet um sie herum mit einer Glücksaura, das die Gegner schwächt. Ach, das finde ich ja cool. Mit F macht man das dann. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn du einen aufgeladenen Orb auf einen Freund wirfst, hält dieser ein. Bekommt er Gesundheit? Okay. Nee, warte. Blockt beim richtigen Timing einen Nahkampfangriff. Nee, ich nehme das hier, glaube ich. Mit F, das darf ich noch nicht vergessen. Okay, das möchte ich jetzt kaufen. Ja. Ich habe zwar noch keine Gegner gesehen, aber das macht ja nichts. Neue Fähigkeit gekauft. Hurra! Oh, da ist so ein... Obala. Kannst du auf mich zählen? Ja, und jetzt kann ich hier... Ach nee, da muss ich von der anderen Seite hin, guck mal. Und das kann ich auch noch irgendwie... Das wird ja wieder irgendwas... Ah, da drüben die Brücke. Okay, ich mache aber erst die Luftballons hier wieder. Oh, oh. Hier. Ja, genau. Na Gott sei Dank zielt die wenigstens selbstständig, wenn ich das auch noch machen müsste. Gute Nacht, ey. Ach so, ich bin... Komm schon. Juhu. So, da ist noch so eine Blume zum Einsammeln wieder. So, davon habe ich ja dann schon... Ach, guck mal, das sind Oreos. Oh, lecker. Kennst du Oreo-Milchshakes? Schmeckt total geil. Aber die kann man zu Hause mal nicht so toll selber machen, finde ich. Dann sind da immer so viele Kekskrümel drin in dem Shake. Aber Oreos sind sehr lecker. Und ich weiß immer noch nicht, warum sind Oreos eigentlich schwarz? Wie haben die das gemacht, dass Oreo-Kekse so schwarz sind? Also normalerweise sind Kekse ja nicht schwarz, außer du lässt sie verbrennen. Zack. Und da ist noch so ein... Oh, oh. Na, das war jetzt aber knapp hier. Nein, da sollst du drauf schießen. Auf den blauen da. Wo du hinschießt. Freude, hallo? Dann nicht. Was gibt's hier unten? Außer irgendwelche merkwürdigen Sachen. Da ist noch so eine Blume. Das kann ich alles einsammeln. Und dann habe ich... Joan. Oh, nee, da muss ich von der anderen Seite ran. Oder müsste das Ding nehmen? Ach, das... Ach, guck mal. Das hat die Luftballons jetzt aufgelöst. Jetzt sind die da hoch. Ich verstehe. Ah, das ist ja... Na dann komm. Nein, wo du hinschießt. Mensch.
So, jetzt habe ich sie aber, glaube ich, alle. Hurra! Okay, dann kann ich weitergehen. Na, dann muss ich nochmal zurück, leider. So, hupsala. Ah, das Schweben, das ist total niedlich. Das ist echt cool, das gefällt mir. Oh, oh. Also bei den Karten, da muss ich also ein bisschen an Alice im Wunderland denken, ne? Nicht, dass mir hier die Herzkönigin nachher entgegenkommt. Oh. Es ist übrigens angekündigt, habe ich gesehen, die Alice-Figuren von Tim Burtons Alice. Achso, wir bringen dich dorthin zurück, wo du hingehörst. Kleine Erinnerung. Oh, eine Erinnerung. Aufheben. Ah, und die muss da rein. Okay. Aha. Damit bringen wir dich dorthin zurück, wo du hingehörst. Gut, prima kleine Erinnerung. Das wird mir das wahrscheinlich nochmal erklären. Bringe Erinnerungen zurück zur Rückrufrohrpost, um Erinnerungsblöcke zu zerstören und dir den Weg frei zu machen. Gut, das habe ich getan. Und jetzt muss ich da irgendwie über den Flipflop, wenn ich das richtig sehe. Hier herrscht viel mehr Durcheinander als damals, als Riley zwei vermischt hat. So, jetzt muss ich da. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Ja, weil ich sowas immer so toll kann, ne? Ich sag's dir. Hurra! Na, Gott sei Dank kann die... Oh! Gott sei Dank kann die so gut schweben. Oh, ich habe eine Heldentat abgeschlossen. Achso, und das ist jetzt schon die sechste gewesen, glaube ich. Ich mache erstmal hier die Sachen noch kaputt und sammle da vorne auch die lilanen Funken noch ein. Das da hinten sieht ja auch wirr aus. Da muss ich gleich mal schauen. So. Guck mal. Da kommen wir ja bestimmt gleich noch hin, ne? Das sieht ja verwirrend aus da drüben. Na, ich bin gespannt. Ach, das ist eine Rutsche. Ja, ich sehe schon. Cool. Aber erstmal hier hoch. Ah, die werden wahrscheinlich... Oh, muss ich da... Warte mal. Ich guck erstmal hier. Also da drüben ist auf alle Fälle noch so eine Seite. Zack. 4 von 5. Und jetzt hier die Luftballons wieder. Ja, als hätte ich es geahnt, ne? Ah, komm schon. Die kriege ich doch so nicht. Da muss ich so... Das muss so gehen hier. Andere Seite. Spring doch! Den einen noch. Hurra! So, da ist noch die Kiste, kann ich noch kaputt machen und die Blumen. Und dann kann ich, glaube ich, runterrutschen. Das ist auf alle Fälle eine Rutsche, oder? Sieht so aus. Na komm schon. Und was ist da unten? Da muss ich gleich mal schauen. Ich kriege die Luftballons nicht hier. So. Kann ja auf die Schatten achten und mich dann da wenigstens mal in die richtige Reihenfolge, in die richtige Reihe stellen, ne? Vielleicht hier hin. Und den kriege ich da drüben. So. Hurra! Da bist du ja. Hallo! Ach, da drüben ist die Erinnerung. Ich sehe sie schon. Ja. Aber erstmal, die nehme ich gleich mit. Erst hier die blauen Luftballons noch kaputt machen. Und dann schnappe ich mir gleich die Erinnerung. Und die kommt hier hinein. Hey, da gehören die Erinnerungen aber nicht hin. Sie sind wertvoll. Ist das ein Sandwich? Das sieht so aus, ja. Oh, ich will hier die goldenen Ballons. Und da drüben, den will ich auch. Oh oh. Oh oh. Das kann ja nicht einfach in die andere Richtung gehen. Das verwirrt mich doch. Andere. Oh. Oh oh. Na los, auf das Sandwich gehe ich noch. Ich will hier den Ballon noch. Ich habe bestimmt welche übersehen da in der Röhre, würde ich fast vermuten. Ah ne, das war jetzt die sechste, guck. Und da muss noch eine Erinnerung hin,
Das heißt, hier muss irgendwo eine Erinnerung sein. Ich gehe erstmal hier gucken, bevor ich da hochspringe. Nee. Was macht das hier? Mathe-Hausaufgaben. Ach so, das macht hier so ein... Na. Ah, das dritte... Manno, blöde Blume. Nee, da... Ich wollte das... Wollte die Blume... Oh nein! Ja, das war... Schön, und ich habe nicht mal was versäumt. Schön, ja. Sehr gut. Komm her, dann. Husch ich hier jetzt? Ach, da oben sind so eine... Ja, die sammle ich noch ein, die Funken. Ja, aber ich wollte... Ach, da muss ich dann hier... Komm her, hier. Spring da hoch. Geh da hoch. Geh da hoch, du. Ich will die Funken. Ich kann nicht weiter auf die Seite irgendwie. Warum nicht? Mal gucken, ob ich da von da oben irgendwie hinkomme, aber ich glaube das bald nicht. Das ist bestimmt dafür gedacht, um da hochzukommen. Ich bin nur wieder zu doof. Na komm schon. Da geht's doch. Also, komm schon her hier. Nee, ich bin zu blöd dafür. Es tut mir sehr leid. Runterspringen? Nee, ich will ja hochspringen. Vielleicht muss ich da mit einem Doppelsprung hoch dann? Ich guck mal. Nee, da komme ich wegen, weil das so abgeschrägt ist, komme ich da irgendwie nicht hin. Ich gehe mal hier weiter gucken. Und husche dann mal hier hoch erstmal. Upsala. Ich möchte den Ballon noch einsammeln. So, jetzt brauche ich den hier. Okay. Aua, das sind gemein, die Karten. Also. Es war aber schon gut aufpassen, dass man hier nicht getroffen wird. Ups. Okay. Ah, da ist sie. So, jetzt kann ich hier die Ballons noch. Dann ist da die Erinnerung noch. Und jetzt muss ich mal gucken, kann ich von hier darüber? Nee, da komme ich auch nicht rüber geschwebt. Na gut. Vielleicht könnte ich da theoretisch irgendjemanden hochwerfen oder so? Keine Ahnung. Ach so, ich könnte mich ja einfach darunter fallen lassen, oder? Hier so. So. Und ab geht die Post. Oh Gott, da muss ich jetzt hochspringen. Na, gute Nacht. Alles klar, krieg ich hin. Ganz easy. Zack. Das ist ja nur ein Fahrstuhl. Ah ja, guck mal, ich habe es tatsächlich geschafft. Gibt es denn sowas? Aber jetzt habe ich die anderen Funken da nicht eingesammelt, weil ich zu blöd war, da hochzuspringen. Oh mein Gott. Aber die Rakete hat alles kaputt gemacht. Warum? Das ist wohl doch nicht der richtige Weg. Es wird Zeit, sich nochmal in der Kommandozentrale zu versammeln. Ja, wir versammeln uns gleich in der Kommandozentrale. Lass mich hier noch ein paar Luftballons einsammeln. Aber ich habe nicht alle gefunden. Mir fehlen tatsächlich welche. Wie gemein. Hier geht's ja nicht weiter, ne? Nee, hier geht's nicht weiter. Oh oh. Nee, da geht's auch nicht weiter. Hätte ja sein können, dass es da noch ein paar Luftballons gibt. Ich habe leider nicht alle gekriegt. Schade. Ja, aber guck mal, Level 4 schon. Oh, das ging jetzt aber schnell. Zielzeit, man soll das Ganze in 7 Minuten schaffen. Ich habe, glaube ich, 22, 36 gebraucht. Ja, nee. Ist schon gut. Und Handbuchseiten fehlen mir auch eine tatsächlich.
Also ein bisschen was fehlt mir, ne, würde ich sagen. Ach, jetzt kann man das wiederholen, neu punkten, okay, oder ins Hauptquartier zurückkehren. Ich wiederhole das jetzt nicht, sondern ich kehre jetzt mal ins Hauptquartier zurück. Ich dachte, wir sehen dich nie mehr wieder. Das ist jedes Jahr mein Geburtstagswunsch. Okay, Leute. Wir waren im Fantasieland, sind aber leider nicht sehr weit gekommen. Etwas hat uns den Weg versperrt. Also müssen wir da jetzt irgendwie vorbei. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe Nachforschungen angestellt. Forschung? Gute Idee, Kummer. Und was machen wir? Hier steht, wir können die Transportrohre mit der Erinnerungsmatrix manipulieren. Hey, das ist großartig. Wo ist es? Gleich hinter dir. Oh, so heißt das Ding also. Okay, wie funktioniert's? Wir müssen anschalten, aber das geht nicht von hier. Der Schalter ist da draußen. Na, großartig. Ein neuer Ausflug? Richtig. Denn je eher wir das zum Laufen kriegen, desto schneller sind wir alle wieder im Fantasieland. Warte, ich muss doch nicht gehen, oder? Oh, das wird dir gut tun. Du kannst dich deinen Ängsten stellen, Angst und Neues über dich erfahren. Ja, wie diese Lektion. Schmerz ist gleich Angst. Gemein! Ah, und jetzt kann ich... Ah, ich verstehe. Okay, jetzt kann ich hier Level auswählen. Ich guck mal. Levelauswahl. Was passiert denn da? Ich kann ja noch nicht so viel auswählen können, oder? Und wohin jetzt? In die Gedanken. Okay. Ballons eingesammelt. Sammelobjekte, Zielzeit. Ja, das ist das, was ich schon hatte. Warte, lass mich mal gucken. Wie kann ich denn das auswählen? Hä? Warte mal. Start, zurück, Bestenliste. Ah ja, Geisteskraft. Das ist der nächste. Und das ist, die anderen sind noch gesperrt. Ah, ich verstehe. Und da könnte ich jetzt den Level also wiederholen. Okay, also, dann würde ich aber sagen, ach so, warte. So, Backspace, zurück. Es wäre ja schön, wenn wir alle auf dieser Reise viel gelernt hätten, aber warten wir noch mit der Zusammenfassung, bis alles wieder in Ordnung ist. Ich würde sagen, ich mache hier an dieser Stelle das nächste Mal weiter, wenn ich das Playset weiterspiele. Es kann natürlich sein, dass zwischendrin auch Videos mit Herausforderungen oder den Toyboxen kommen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du mich das gerne wissen lassen, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du die nächste Folge sehen möchtest, dann darfst du mir natürlich auch gerne ganz kostenlos ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. On my own, I am strong, I am fine.